Yada yada, deppity doo doo. Yada yada, oh oh. Let's have a good time out of the century. Our best days can't be done. Die Zutaten, ich habe hier einmal Gouda und dann habe ich noch so Schablettenkäse. Ich werde von beidem was auf dem Burger machen, so Double Cheese mäßig. Saure Gurken haben wir jetzt nur hier diese Cornichons, aber die gehen auch fit. Einfach dann ganz klassischer Tomatenketchup. Hier haben wir unsere Fleischpatties. Ich werde jetzt die Niki noch fragen, ob die so ein Double Cheesy will oder nur ein einzelnes Fleischpatty. Ja, und das war es dann eigentlich schon an Zutaten. So, ich habe jetzt schon mal das Fleisch in die Pfanne gelegt. Dann habe ich das Brot geschnitten, schon mal den Gouda vorbereitet, der Schablettenkäse liegt hier. Gurken schon mal klein gesnibbelt, Ketchup steht auch bereit. Jetzt warte ich, bis das Fleisch gut ist, danach werde ich kurz das Brot anrösten, die Burger belegen, kurz in die Mikrowelle, damit der Käse nochmal schmilzt und ja, dann war es das schon. So, ich finde es immer richtig geil, das Brot so richtig in das Öl in der Pfanne so reinzudrücken und anzubacken. Dann wird das so ein bisschen kross und matschig. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. So, Ketchup ist drauf, jetzt das Fleischpatty. Jetzt kommen die zwei Käsesorten drauf. Ein bisschen Ketchup. Deckel drauf. So, jetzt packe ich den kurz in die Mikrowelle, damit der Käse so richtig schön schmilzt. So. Dann bringen wir der Niki mal ihren Burger. So, hat der Burger geschmeckt? Mhm. Der Burger hat geschmeckt und aber jetzt gehen wir eine Runde, ne? Ja. Ist auch nicht so kalt. Hä? Ist auch nicht so kalt. Mhm. Und wie findest du meinen neuen Mantel? Bäuerlich. Ups. Spaß. Der sieht doch. Hey. Der sieht auf jeden Fall sehr warm aus. Ja, ist ja. Willst du mit runterkommen? Mein Gott, dieser Hund, ey. Was ist da? Ich wollte gucken, woran der geleckt hat, aber war nur ein Blatt. Nur ein Blatt. Ist echt schön, wenn man in unmittelbarer Nähe von zu Hause sowas hier hat. Na, echt schön, dass wir hier direkt, wo wir wohnen, sowas haben. Ja. So, ein Pikachu muss dann gleich gebadet werden, ne? Mhm. Der ist so dreckig. Nächsten Monat Friseurtermin. Den mal wieder kurz geschoren. Jetzt am 21. Jetzt am 21. Ja. Ja, irgendwie war ich gefühlt noch im Januar. Wir haben jetzt gerade Anfang Februar. Also irgendwie sind diese Legoland-Fotos immer noch nicht drauf. Die melden sich, wenn die verfügbar sind. Okay, bin ich mal gespannt. Ja, und was ich euch noch zeigen wollte, Alexandra und ich haben einen Stundenplan bzw. einen Wochenplan ausgearbeitet. An welchen Tagen er wie was machen darf, kann. Soll. Also er hat Montag, Dienstag, Mittwoch immer Schule bis 13.25 Uhr. Und montags und mittwochs hat er immer Kickboxen ab 16 bis 17 Uhr. Deswegen sind die zwei Tage auch gleich. Wenn er von der Schule kommt, ist erstmal Hausaufgaben und Lernen. In der Regel hat er da auch noch keinen Hunger.
Genau, dann macht er erstmal seine Hausaufgaben und wir lernen gemeinsam. Danach hat er Kickboxen bis 17 Uhr, ja, bis er wieder da ist und geduscht hat und gegessen hat. Dann darf er danach eine Stunde Fernsehen gucken und danach darf er lesen, bis er einschläft. Montags, Mittwochs, so. Dienstags hat er Schule bis 13:25 Uhr, danach Hausaufgaben und Lernen. Danach soll er raus. Ist ja heutzutage schon eine Bestrafung für die Kinder, dass die raus sollen, anstatt zu Hause rumzuhängen. Dann darf er PlayStation spielen eine Stunde und er darf dann mit Hörgeschichte einschlafen am Dienstag. Mittwoch hatten wir Donnerstag. Schule bis 13:45 Uhr, Hausaufgaben und Lernen, dann soll er raus. Dann soll er eine Geschichte schreiben in Schönschrift. Also wir üben dabei erstmal die Schrift, dass die schön, dass er schön schreibt. Und wir üben natürlich auch seine, sag schon, ach, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Wie nennt sich das denn? Ne, dass er sich eine Geschichte ausdenkt. Ich komme jetzt gerade nicht auf das Wort. Er muss sich halt auf jeden Fall eine Geschichte ausdenken und seine Schrift, also die Schrift auch in Schönschrift. Ja, dann darf er PlayStation eine Stunde spielen und darf dann abends mit einer Hörgeschichte einschlafen. Freitags hat er auch Schule bis 13:45 Uhr, Hausaufgaben lernen danach. Danach soll er basteln oder was malen. Das geht ja auch im Alltag, finde ich, unter. Danach darf er PlayStation spielen, aber auch nur, wenn er zum Papa geht, darf er bei uns. Danach hatte ich das so eingetragen, dass er PlayStation spielen darf, aber das werde ich auf jeden Fall jetzt gleich noch wegtippexen. Das hatte nämlich der Ermin mir so gesagt, aber ich finde, es reicht schon, zweimal unter der Woche PlayStation und er kann am Wochenende auch nochmal PlayStation spielen. Freitag werde ich aus diesen 2 Stunden PlayStation 2 Stunden Gesellschaftsspielabend draus machen. Ja, da kann er mit mir und Ermin, kann er dann schön Gesellschaftsspiele spielen und abends mit einer Hörgeschichte einschlafen. Genau, und Wochenende ist dann ja meistens entweder rausgehen mit uns, irgendwas unternehmen, PlayStation spielen mit Ermin und unter der Woche reicht eine Stunde PlayStation völlig aus. Hier werde ich, wie gesagt, Gesellschaftsspieleabend draus machen. Genau, das ist so unser Wochenplan. Habt ihr da noch irgendwas, was ja im Sinn, im Petto, was man machen könnte, was vielleicht hier fehlt? Oder hättet ihr das anders gemacht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das so gefällt, könnt ihr das natürlich 1:1 übernehmen. Und dann wollte ich euch noch sein neues Ablagesystem zeigen. Wir haben das jetzt alles schön geordnet und Alexandro hat es auch beschriftet. Ach, so, genau, das sind seine Ablagekörbchen. Was willst du von meinem Leben? Und ja, wir haben hier einmal eine Ablage für Kunst und Textil gemacht. Unten drunter Deutsch, Mathe, Englisch, Physik und Bio, Politik und Erdkunde, Religion und Musik. Und unten drunter, hier ganz unten, hat er noch so neue Hefte und Mappen, wenn er da was Neues braucht. Pikachu's Karte, total Banane. Ich glaube, der will spielen. Der kommt die ganze Zeit lang. Siehst du? Hm? Ja, der will spielen. Du willst spielen. Ja, genau, das ist ganz gut. Dann hat er alles auf jeden Fall da, wo es hingehört. Er weiß ja, da sind seine Deutschsachen, da ist da sind seine Mathe-Sachen. Da hat er auch einiges durcheinander in seinen Mappen. Hatte der zum Beispiel Mathe und Englisch zusammen. Und ja, das gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt ist alles hier schön geordnet. Ne? Ne? Was ist los? Was willst du? Was ist? Spielen? Willst du spielen, mein Engel? Mein Schatzi, du bist schön flauschig. Schön flauschig. Ich habe den vorhin, als wir wieder kamen vom Wald, haben wir ihn gebadet. Und dann haben wir ihn natürlich geföhnt. Und jetzt hat das Föhnen nochmal
länger gedauert, weil er noch haariger ist. Guck mal, wie haarig sein Po ist. Jetzt riechst du wieder schön, mein Schatz. Du bist fluffy, mein fluffy Baby. Er ist richtig, richtig flauschig. Pikachu, aus! 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 Sauer. Eingeschnappt. So, ihr Lieben, ich habe auch ein paar neue Sachen bestellt bei Shein. Und zwar ist bald Valentinstag. Und zu Valentinstag habe ich natürlich auch einen neuen Rabattcode für euch. Der ist unten in der Infobox. Und was ich mir zu Valentinstag bestellt habe, das zeige ich euch jetzt. So, hier hängt einmal meine neue Bestellung. Das zeige ich euch jetzt gleich. Alles angezogen. Alles querbeet mit dabei. Und ich habe auch noch Schuhe bestellt. Hatte ich auch noch gar nicht an. Und das zeige ich euch jetzt alles, wie gesagt, angezogen. So, ihr Lieben, fangen wir mit dem ersten Teil an. Ein Onesie. Onesie, glaube ich, nennt sich das. Es ist ein richtig kuscheliges One-Size-Teil für zu Hause. Also, ich meine, man kann es auch draußen auf der Straße anziehen, wenn man möchte, aber ich würde es lieber daheim anziehen. Es ist wirklich richtig, richtig kuschelig, Leute. Ich muss mal kurz hier ein Licht ausmachen. Das ist zu grell. Genau, also so schaut es aus. Ist wie gesagt ein Teil. Kann man hier so reinschlüpfen. Es ist wirklich richtig warm. Ich bin auch schon fast am Schwitzen hier. Und total süß mit den Hasenohren. Richtig niedlich. Ja, verlinke ich euch natürlich alles unten in die Infobox wieder. Und meinen Rabattcode, da könnt ihr nochmal schön sparen. Und da steht doch alles unten, welche Größe ich bestellt habe. Weil das hier, das passt auch genau, ne? Ist richtig angenehm. Ja, als zweites habe ich hier ein Kapuzenkleid bestellt. Normalerweise sieht das aus wie so ein Kapuzenpulli. So ein flauschiger Pulli. Und das gibt es als Kleidchen. Fand ich wirklich eine niedliche Idee. Sah auch echt schön aus an dem Model. Habe ich mir dann bestellt. Aber leider, leider ist mir in L, ich habe es in L bestellt, ist mir das zu eng. Ich komme da nicht rein. Ich komme hier nicht rein und ich komme am Bauch auch nicht rein. Also leider kann ich das nicht anziehen. Das kann man hier auch kürzer stellen, kürzer machen mit diesen Bändern. Auch eine echt schöne Farbe. Jetzt ging Alex los an. Ja, schade, schade. Echt schön, aber ich passe da leider nicht rein. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich mich in der letzten Bestellung und in der jetzigen Bestellung habe ich mich ein bisschen verklickt. Normalerweise passiert mir das nicht. Okay, wow, also wenn man das anzieht, sollte man ein bisschen drauf achten. Wenn man es auszieht, hat man die Fussel dran. Also ich denke, das ist jetzt beim ersten Mal so. Da würde ich sagen, auf jeden Fall erstmal waschen und danach anziehen. Ich meine, sollte man sowieso machen. Ich stelle euch ja die Klamotten hier vor, deswegen ziehe ich alles schon einmal an und dann geht es in die Waschmaschine. Aber ja. Da kommen auf jeden Fall Fusselchen raus. Das muss erstmal in die Waschmaschine, damit diese Fussel erstmal weg sind. Als nächstes habe ich hier diesen Pullover. Und ich bin gespannt, ob ich da reinpasse. Den habe ich nämlich in M bestellt. Warum habe ich die so klein bestellt diesmal? Also ich verstehe es auch nicht. Auf jeden Fall finde ich den Spruch hier echt schön. Jesus saved my life. Und ich bin ja wirklich ein sehr gläubiger Mensch und was heißt sehr gläubig, also ich gehe jetzt auch nicht jede Woche in die Kirche, aber ich glaube an Gott. Ich finde es auch wirklich befreiend, an etwas zu glauben, ja, den Glauben nie verlieren, dass man, wenn man krank ist, dass man gesund wird, dass man sagt, lieber Gott, bitte hilf mir. Ja, jeder denkt da anders, aber ich finde es schön, so einen Glauben zu haben, dass man wirklich so dran denkt, okay, da gibt es jemanden, der mir helfen kann. Und Glaube versetzt halt Berge, ne? Und ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig. Und es ist auch sehr
schön, wenn man in die Kirche geht. Dieses, ich fühle mich nach der Kirche so befreit, so rein, als hätte man meine Seele gewaschen. Auch wenn man in so einem Gospelchor, zu so einem Gospelchor hingeht. Natürlich griechische Kirche auch mega toll. Ich liebe dieses Psalmen. Psalmen, heißt das so? Wenn die so, wie nennt sich das? Habe ich das jetzt falsch gesagt? Aber Gospel ist auch richtig cool, ja. Genau, ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob mir der Pulli passt. Ich quetsche mich mal rein, aber ich glaube, der sieht ein bisschen eng aus. Aber könnte was werden. Bin schon mal oben rum drin, ne? Jetzt bin ich nur mal gespannt, wie das am Bauch ist. Jetzt unten drunter keine Hose an. Aber es passt. Es passt. M ist gut, Leute. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre ein bisschen zu eng. Aber es passt auf jeden Fall. Ja. Ist cool. Und der ist auch schön flauschig. Innen drinne. Leute, dann habe ich ein Kleid bestellt, wo man sich denkt, okay, Niki, was willst du mit so einem Kleid? Hi Leute, ich hab mir aber wirklich was dabei gedacht. Und zwar dachte ich mir, wir sind ja bald in Marokko. Und wie schön ist bitte dieses Kleid, um schöne Fotos in Marrakesch zu machen. Sag mal bitte. Ich ziehe das jetzt mal an. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das schön passt. Das, achso, muss auf jeden Fall an der Seite gibt es einen Reißverschluss. Aber es passt. Es passt. Schön. Mit schönem Halsschmuck, ein bisschen dominantem Halsschmuck. Wow. Schön. Love it. Richtig schön. Ich fühle mich wie Prinzessin von Tausend und einer Nacht. Arabische Nächte. Ja, finde ich wirklich schön. Und man sieht das gar nicht, also man sieht dem Kleid gar nicht an, dass es von Shein ist. Ich hätte es mir auch eine Größe kleiner bestellen können. Ich werde euch sowieso nochmal alles in die Infobox verlinken, um welche Größe ich bestellt habe. Aber wenn ihr so meine Größe habt, könnt ihr auf jeden Fall eine Größe kleiner bestellen. Aber das passt auch. Aber eine Größe kleiner geht auf jeden Fall auch, weil das ist so schon ein bisschen breiter hier. Aber sonst echt schön. Echt schönes Kleid. Love it. Das sieht toll aus. Ich könnte auch so Bollywood jetzt tanzen. Yada yada, de peri du du du. Yada yada, oh oh. Dann habe ich so eine festliche Hose bestellt. So eine Partyhose. Sieht aus wie ein Rock. Von vorne und hinten Hose. Also ist tatsächlich halt eine Hose und die habe ich mir in L bestellt, 40-42. Jetzt bin ich mal gespannt, was das am Bauch so ergibt. Ja, doch, passt. Passt sogar sehr gut. Passt super. Richtig schön, guck mal, macht einen schönen Arsch. Und vorne sieht es aus wie so ein Rock. Und zu guter Letzt habe ich noch dieses Kleid hier bestellt. Ist das jetzt so rum oder andersrum? Ich glaube, das ist so rum, ne? Nee, das ist tatsächlich so rum. Da hinten ist es etwas länger. Genau, so. So. Ich zieh's mal an. So, jetzt habe ich hier auch Zuschauer. Auf jeden Fall, das ist das Kleid. Also es passt auf jeden Fall echt gut. Ich habe jetzt nicht geguckt, welche Größe das ist, aber schreibe ich euch unten in die Infobox. Ja, so schaut es aus. Es ist halt so ein festliches Kleid. Schöne Socken. Socken natürlich passend dazu. Schöne Wollsocken immer tragen. Ne? Was mir nicht so gefällt, ist, dass es hier so weit runter geht. Ich hätte mir das ein bisschen höher so gewünscht. Vielleicht, ich habe jetzt auch kein BH an, vielleicht wenn ich einen BH anziehe,
geht das Ganze so ein bisschen höher. Ja. Erwin sagt, es ist schön. Ich sage, das ist so semi-schön. Was sagt ihr? Aber auf jeden Fall funkelt das hier schön. Und es ist auch mit einem Reißverschluss hier. Ich musste den Reißverschluss jetzt auch gar nicht anmachen. Anmachen. Ich musste den Reißverschluss gar nicht aufmachen, meinte ich. Ich habe auch so reingepasst. Ja, auf jeden Fall kann man das schön zu einer Feier anziehen. Und ich habe noch Schuhe bestellt. Die zeige ich euch jetzt auch mal eben. Die müssten sogar... Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt für Schuhe bestellt habe. Aber ich glaube, das sind auch alles so festliche Schuhe. Okay, ja. Einmal die hier. Die fand ich ganz süß für den Sommer. Dann kann man auf jeden Fall auf ein Fest. Und man kann klatschen damit. Ja, genau. Die fand ich ganz süß. Zeige ich euch gleich auch alle nochmal angezogen. Ich mag das auch nicht, wenn die zu hoch... Wenn die zu hoch sind, aus dem Alter bin ich raus. Die kann ich nicht mehr zu hohe Hacken tragen. Und ja, die fand ich ganz niedlich. Genau. Ich zeige euch erstmal alle Schuhe. Dann habe ich quasi fast die gleichen in ein bisschen höher bestellt. Mit ein bisschen mehr Absatz. Aber aus so einem dickeren Absatz. Fand ich auch sehr, sehr schön. Schön festlich in 38. Die anderen habe ich in 39 bestellt, die in 38. Und das letzte Paar habe ich in 38 bestellt und das sieht so aus. Auch richtig schön festliche Schuhchen mit der Schleife. Und was ich hier merke, die sind krass gepolstert. Seht ihr das? Wow, die sind richtig krass gepolstert innen drin. Das geht bis vorne hin. Cool. Und die haben so ein, wie so ein Seidenstoff. Die sind schön am Glänzen. Ja, die ziehe ich jetzt alle mal an, dann seht ihr das auch mal angezogen. So, Schuhe angezogen. Das ist jetzt das letzte Paar, was ich euch gezeigt habe. Finde ich, sieht richtig schön aus. Love it. Mega. Im Spiegel. Ja. Nice. Very nice. Very nice Dame. Vor allem nicht very nice Lady, nein. Very nice Dame. Und was ja auch immer wichtig ist, dass die gut passen, ne? Und die haben echt gut gepasst und die anderen, die ich jetzt anhabe, auch. Die zweiten, die ich euch gezeigt habe, die passen auch echt gut. Die passen auch echt super. Zeige ich euch auch mal im Spiegel. So schaut es im Spiegel aus. Ja, echt schön. Love it. Und die letzten süßen Kollegen sind die hier. Gut, dass ich die 39 bestellt habe, weil die passen genau. Ja, auch echt niedlich. Zeige ich euch mal im Spiegel. Ja, so schauen die aus. Echt süß. Ja, ihr Lieben, das war mein Valentinstags-Shein-Love-Haul. Ich hoffe, mein Haul hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja mal in die Infobox schreiben. Schreibt es mal in die Infobox. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, welches Outfit ihr am schönsten fandet davon. Und ja, Rabattcode wie immer unten in der Infobox.